Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch ein Lippendeklatter-Video bzw. ein Lippenprodukte-Sortier-Video. Eigentlich deklattern möchte ich hier gar nicht mehr arg so viel, weil ich habe die letzten Monate sehr viel deklattert und möchte einfach jetzt nur ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich habe einige Produkte, die ich jetzt zum Beispiel hier sind, zum Beispiel noch so Pot-Eyeliner und so, die ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr gerne benutzt habe. Die sind aber teilweise super ausgetrocknet. Die muss ich halt einfach weggeben, beziehungsweise wegschmeißen, weil sie halt einfach überhaupt nicht mehr gut sind. Hier sind zum Beispiel Liquid Eyeshadows. Da gucke ich jetzt auch nochmal durch. Also es wird hier eine gute Kombination aus Aussortieren und einfach Sortieren. Ja, kleiner Disclaimer. Ich habe einfach sehr viele Make-up-Produkte und ich stehe da auch total zu. Ich habe jetzt 3 Jahre lang über eine super, super wertvolle und sehr, sehr schöne Sammlung angesammelt. Ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf. Aber es ist jetzt einfach auch an der Zeit, natürlich, wie immer mal wieder, mal durchzugehen und zu schauen, was braucht man hier nicht. Wie gesagt, da kann sich jetzt wirklich jeder selber ärgern darüber. Oh mein Gott, Jenny ist so verschwenderisch oder so. Das ändert letztendlich nichts daran, dass praktisch diese Produkte alle von mir gekauft worden sind. Ganz wenige Samples davon sind praktisch geschenkt worden von irgendwelchen Firmen bzw. Von einem eBay-Händler oder so, wo ich mal geschafft habe, beziehungsweise für was ich geschafft habe. Und ich hoffe, dass dieses Video euch sehr viel Spaß macht, euch auch inspiriert, ein bisschen Ordnung zu machen. Ich habe hier mal angefangen. Ich habe jetzt hier so ein Aufbewahrungssystem von IKEA. Das ist so ein ganz normales, wie soll man das nennen, so ein Aufbewahrungsteil. Und ich möchte jetzt einfach mal anfangen, hier die ganzen Lippenprodukte einfach mal hochkant zu sortieren. Und ich möchte die Bullet Lipsticks, also diese hier praktisch mal separat praktisch aufbewahren, weil ich einfach denke, dass diese halt von mir anders genutzt werden in Zukunft, weil ich muss auch ein bisschen drauf gucken, dass praktisch meine Produkte in einen anderen Schrank kommen, damit ich praktisch einfach die bisschen safer unterbringe. Sprich einfach ein bisschen lichtgeschützter und auch raumtemperierter, weil Liquid Lipsticks und so, die haben halt alle, ihr müsst ein bisschen gucken, also wenn ich mir bei manchen nicht sicher bin, ob die halt noch gut sind, würde ich halt mir echt durchschnuffeln. Das ist immer das Sicherste für euch. Und ihr seht ja auch zum Beispiel, hier sind ja auch echt viele tolle Lippenstifte dabei, die sind noch recht neu. Und die würde ich halt erstmal wegsortieren, damit ich praktisch eine Möglichkeit habe. Die kommen jetzt erstmal alle in eine ganz große Schale. Und das mache ich mal ganz geschwind jetzt. Und dann seht ihr auch schon mal, dass da sich einiges lichtet. So, anfangen möchte ich mal, wie gesagt, mit meinen Jeffree Star Liquid Lipsticks. Ich habe die, wie gesagt, erstmal alle sortiert. Das ist wirklich eine extrem große Menge mittlerweile. Ich nehme mich mal ein bisschen näher. Ich habe da mindestens 40 Stück mittlerweile und ich sammle die auch wahnsinnig gern. Ich habe auch so kleinere Liquid Lipsticks. Die sind auch mega süß. Die habe ich mal aus so einer Kollektion, aus dieser Blue Blood Kollektion rausgeholt. Und ich habe, wie gesagt, von dem Makeup Revolution Pro Liquid Lipsticks habe ich auch schon welche aussortiert. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem Umsortieren. Und zwar fangen wir mal an. Also ich habe hier Semi-Matte zum Beispiel von Huda Beauty. Die habe ich mir ganz neu gekauft im Black Friday Sale. Das zeige ich euch mal hier. Die habe ich mit einer guten Freundin gekauft. Und die muss ich jetzt erstmal ein bisschen zur Seite packen, weil ich habe mir die auch total eingesaut, Leute. Also sind wirklich mega, mega schön. Aber ich packe sie mir mal da hinten, weil die so semi-matt sind. Und jetzt habe ich hier einige Liquid Lipsticks von Dose of Colors. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen zu sortieren. Das sind jetzt ganz verschiedene. Und da muss ich im Prinzip nur die umdrehen. Und ich weiß, dass sie dasselbe Packaging haben wie praktisch das Jeffree Star. Weil die sind ja wirklich so, wenn ihr genau nimmt, komplett 1:1. Ja. Und deswegen packe ich mir die jetzt einfach mal um. Bei den Dose of Colors muss ich aber sagen, gibt es auch Glosse. Also ich habe auch die Glosse davon. Und die werden halt zusammengelassen, weil ich halt Dose of Colors halt von der Firma praktisch zusammenlassen möchte. Die Glosse sind wirklich mega, mega gut. Riechen wahnsinnig gut. Da habe ich auch etliche Farben von. Ich kenne meine Produkte alle sehr gut. Ich weiß genau, was für Farben ich besitze und welche nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel ich habe oder so. Das ist nicht so. Also auch wenn man es mir vielleicht nicht glauben mag. Also ich weiß wirklich ganz genau, was ich mag und was nicht. Ich habe jetzt mal 3 Stück darüber. Dann haben wir hier
noch ein Fach, da würde ich gerne mal umsortieren. Und zwar habe ich hier zum Beispiel die Patrice. Die sind wirklich mega gut, aber ich habe noch eine andere Marke, die ich wahnsinnig toll finde. Und zwar werde ich die zusammentun. Das ist einmal Manny MUA's Marke, Luna Beauty, Laura Lee, Los Angeles und Nabla. Nabla habe ich mir auch zwei neue Farben gekauft. Das wäre einmal die Farbe Rumors und Kernel, wie Kermit. Also eine irre schöne Farbe, das muss ich echt sagen. Es sind tolle Farben dabei und ich liebe die Formulierungen. Ofra Cosmetics werde ich auch damit reintun, weil ich einfach ganz genau weiß, es wird mir halt sonst sehr schwer fallen, das ein bisschen auszusortieren. Und dann habe ich hier noch eine Marke und zwar Smashbox. Also Smashbox habe ich auch super schöne Farben. Da habe ich mir einmal letzten Weihnachten sowas gekauft, so ein Schimmerrot. Also die liebe ich ja abartig. Also sind richtig schön. Da kann ich zum Beispiel mal gucken, dass ich diese kleineren zum Beispiel, die kann ich jetzt auch ein bisschen nach hinten verschwinden lassen, weil das sind jetzt eher so Liner, die ich benutze. Und dann habe ich hier noch ein paar Dose of Colors. Das ist ein Le Macaron von L'Oreal. Der ist auch richtig schön. Hier hinten sind ein paar Superstays. Die kennt ihr bestimmt auch. Die benutze ich halt wirklich, wenn es also Tage gibt, wo ich hardcore weiß, ich muss jetzt voll funktionieren, dass die Tage, da ist jetzt echt was los oder so. Da habe ich nochmal einen Laura Lee, den habe ich sogar zweimal, weil ich muss sagen, den einen habe ich schon halb aufgebraucht. Das war von der Christmas Collection letztes Jahr, die habe ich mir dann bei Beauty Bay auch gekauft. Super schöne Liquid Lipsticks. Ofra, dann habe ich hier Jouer. Jouer werde ich hier auch seitlich mit reinstellen. Jouer Cosmetics hat wirklich wahnsinnig schöne Lipglosse und Toppe. Also ist auch eine super schöne Farbe. Dann das Cabaret, die Farbe ist auch mega schön. Ihr müsst halt ein bisschen schauen, was ihr so mögt. Welche ich absolut empfehlen kann, sind die Catrice Generation Matte. Da habe ich wirklich nahezu jede Farbe. Diese Farbe zum Beispiel habe ich grundsätzlich in meiner Tasche. Das ist die Farbe Girl Bite Back. Also mega geile Formulierung. Die kriegt auch einen extra Platz. Da kommen auch Drugstore-Packageprodukte hin. Dann habe ich hier einen Revolution Gloss, den ich sehr schön finde. Aber da muss ich jetzt auch gucken, dass ich den praktisch in eine andere Abteilung stecke. Also hier irgendwo, weil hier sind auch meine Glosse sozusagen. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen Gloss. Also ich habe jetzt zwei davon. Sehr pigmentiert und super schön, muss ich sagen. Da muss ich mal gucken. Also hier zum Beispiel sind noch, wie heißen die, von Kiko. Das sind auch richtig gute Formulierungen, muss ich echt sagen. Das sind die sogenannten Instant Color Matte Liquid Lipstick. Da habe ich wirklich auch nahezu jede Farbe, weil die mir echt super gefällt. Dann habe ich hier noch Melt Cool. Also das ist jetzt hier so Nabla, Ofra Cosmetics, LA Splash. Gefällt mir auch sehr gut. Und welche ich auch wahnsinnig gut finde. Wie gesagt, Luna Beauty ist hier nochmal eine. Dann habe ich hier noch den Generation Matte. Und leider muss ich sagen, dass ich mich von den Liquid Lipsticks von Hatice Schmidt trennen werde. Ich fand die Farben eigentlich ganz okay. Ja? Aber ich muss einfach sagen, die waren wahnsinnig trocken, Leute. Also die Farben sind toll. Also sie sind schön, aber sie lassen halt meine Haut unglaublich alt auf den Lippen aussehen. Die einzige Farbe, die ich wahrscheinlich, also die Farbe wird auf jeden Fall wegkommen. Das ist praktisch ein Matte Liquid Lipstick in einer also leichenbraunen Farbe. Und den lilanen werde ich auch weggeben, weil der einfach furchtbar trocken ist. Ihr könnt damit absolut nichts anfangen. Es ist einfach schrecklich für die Lippen. Es ist sehr trocken. Den einzigen, den ich behalten werde, ist diese Farbe, weil ich die eigentlich sehr schön finde für den Herbst. Und dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich hier einen Lippenstift von Fenty Beauty. Der kommt praktisch in meine Tasche wieder, weil da gehört er eigentlich auch hin. Und welche ich auch wahnsinnig empfehlen kann, sind die Liquid Lipsticks von Physicians Formula. Physicians Formula hat, ich glaube, 6 oder 7 Euro Liquid Lipsticks. Ich habe die alle super gern benutzt. Die bleiben auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei der Farbe, da muss ich jetzt noch, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die wegkommt, weil das Problem ist, es ist halt eines von diesen Farben, die
einfach wahnsinnig dunkel rauskommen. Ich teste das jetzt einfach mal hier, wie stark das jetzt deckt. Ihr könnt die nicht auf einmal auftragen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich sowas tragen werde, weil ich finde die halt einfach sowas von dunkel und, ich weiß nicht. Das kommt auf jeden Fall erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir hier jetzt erstmal durchgeguckt. Wie gesagt, dann habe ich hier noch meine Fenty Lipstunners. Die kann ich ja auch noch mit hier reintun. Dann kommt die nächste Schublade. Und zwar werde ich die auf meinen Schoß packen. Das sind auch meine Bullet Lipsticks. Und zwar sind das tatsächlich nur Lippenstifte. Ich habe die, wie gesagt, diese Sortiersysteme, die ihr hier seht, ja, die kann man hier komplett einlassen. Die findet ihr auch in der Sortierabteilung, sage ich mal, von so, wie heißt das? Ich mache das jetzt so. Ich nehme die halt hier komplett raus. Hier wird dann auch ich möchte, wie gesagt, meine Lippenstifte komplett separieren von meinen Liquid Lipsticks, weil ich einfach das doof finde. Bei den NYX werde ich jetzt mal komplett durchgehen. Ich habe hier einen Lippenstift in einer Suede-Formulierung. Die sind wirklich mega gut, weil ich liebe dieses Khaki. Das habe ich jetzt auch schon zigmal im Winter getragen. Die kommen halt, wie gesagt, ich habe jetzt so eine Schale. Da kommen dann praktisch diese ganzen hier in diese Stacks rein. Und jetzt sortieren wir mal praktisch durch. Also ich habe hier einige Farben von den Cream, da muss ich mal durchriechen. Also wie gesagt, die sind super toll. Also ich habe die ganz, ganz gern getragen. Die trage ich auch immer noch richtig gern. Da werde ich jetzt mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Die kommen jetzt hier mit rein. Also das Lila kommt jetzt weg. Also ich habe, wie gesagt, das noch nie getragen, beziehungsweise habe ich das einmal bei einem Papageien-Look getragen, beziehungsweise einem Pfauen-Style von Halloween. Die anderen Liquid Lipsticks sind, die Liquid Suede sind wirklich sehr, sehr gut von der Formulierung, sind halt wirklich sehr, sehr komfortabel. Das ist eine Farbe, die ich wahnsinnig gern trage. Das ist die Farbe Soft Spoken. Das ist auch wirklich eines der Farben, wo man sagt, okay, wow, also die haben wirklich schon richtig gute Reviews geholt, ja. Also da seht ihr, guckt mal, das ist so richtig separiert. Die kommt natürlich weg, weil jetzt reicht es einfach auch. Ich guck mal, dass ich jetzt mal Hände ein bisschen sauber kriege. Da müsst ihr einfach durchgucken, was natürlich euch farblich anspricht. Das alles hat leider sehr, sehr gut viel Geld gekostet. Das ist mir natürlich bewusst, aber wie gesagt, erzürnt euch nicht darüber, weil es ist einfach eine Phase, eine Lebensphase, die ihr habt. Und ihr solltet das auch genießen, auch mal ein bisschen verschwenderischer zu leben. Es ist in Ordnung. Ich habe jetzt neulich sehr viele, also eigentlich schon fast gemeine Kommentare gekriegt, dass ich überhaupt nichts wertschätzen würde und dass praktisch ich eine sehr verschwenderische junge Frau bin und so. Ich sag mal so, klar ist es jetzt nicht super, dass ich jetzt hier, was weiß ich, wie viele Lippenstifte verschenke. Ich bekomme mittlerweile sogar DM-Nachrichten, was ich fast genauso frech finde, über Instagram, dass man halt bitte Verlosung machen soll. Ich soll auch mein Sachwerk verschenken. Das mache ich halt auch nicht, weil das sind halt alles gebrauchte Sachen, ja. Und das geht halt nicht. Also zum Beispiel diese Formulierung hier ist halt mega viel besser, wie das von der Hatite Schmidt. Also werde ich auf jeden Fall den von Hatti wegschmeißen. Der kommt auf jeden Fall weg. Den behalte ich. Dann habe ich hier Cherry Skies. Der ist bestimmt auch mega schön. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, ob die halt sich separieren. Das ist halt wichtig. Die Liquid Suede sind halt Lippenprodukte. Die sind halt eher ein bisschen cremiger. Ja, trocknen aber cremig an. Auch eine sehr schöne Farbe. Hier habe ich noch so eine Art Schimmer Metallic davon. Der kommt weg. Der ist brutal streifig und krummt auch richtig arg. Dann habe ich hier, ich muss sagen, ich habe halt damals, da war halt voll der Hype. Die Farbe werde ich auch niemals tragen, Leute. Das ist also überhaupt nicht mehr meins. Die Farbe Biker Babe, glaube ich, heißt die, ist mega schön. Also die habe ich so, so gerne im Winter trage ich die. Ich mag metallische gerade im Winter wahnsinnig gern. Dann hier die Farbe Stone Fox. Die ist auch richtig geil. Also das sind halt so richtig extra Farben, wo ihr sagt, das ist so ein richtig blaustichiges Grau.
Ist sehr, sehr cool. Ich weiß halt, dass ich diese Farben halt nicht benutzen werde. Also dieses Rosa da, das gefällt mir auch nicht. Also die kommen auch alle weg. Wie gesagt, ich habe wahnsinnig, also ich trage ja Make-up wahnsinnig gerne, aber die Farbe ist einfach nichts mehr für mich. Also es ist ja hier so ein wahnsinniges Pink-Rosa. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas tragen würde. Ich probiere es nochmal. Dann wie gesagt, die lilanen und blauen finde ich richtig geil. Also die sind richtig, richtig schön. Einfach mal, falls ich ein Pop of Color will. Das Dunkle ist auch richtig cool. Dann habe ich hier noch... was ist das? Das geht nicht richtig so. Dann habe ich, wie gesagt, hier noch eine Farbe. Das ist auch richtig schön. Bella. Also Bella, die ist auch mega. Das ist so ein richtig geiles Copper. Das muss ich sagen, das ist so richtig schön. Das gefällt mir mega gut. Klar, wenn ihr so viele Sachen habt, ist es ganz, ganz normal, dass ihr halt nicht alles tragen könnt. Das könnt ihr auch gar nicht. Das ist halt so ein richtig ekliges Braun. Also das war mal in so einem Set drin, ne? Da wollte ich eigentlich eine Farbe und das hat halt nicht. Und die werde ich auch behalten, weil wie gesagt, das sind, also die da kommen weg, das Lila. Aber die werde ich behalten. Und das Korall kommt auch weg, weil wie gesagt, das ist halt nicht mehr mein Cup of Tea. Hier haben wir jetzt Platz geschaffen. Dann habe ich das mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Einen Cosmic Matter. Ja, den habe ich noch nie wirklich benutzt. Aber ich muss sagen, also beziehungsweise ich habe ihn benutzt, aber ich habe überhaupt nichts der Formulierung abverlangen können. Das ist so eine richtig, also dicke Paste. NYX hatte halt mal echt eine Zeit lang mega den Hype. Gerade mit diesen matten Liquid Lipsticks und so. Da, also die haben mir wirklich hier in der Drogerie mega viel getan für uns. Aber die haben dann auch so an Qualität abgenommen. Also ihr müsst es halt so verstehen. Natürlich, viele der Sachen sind von mir halt schon mal angetatscht. Deswegen könnte ich sie auch niemals verschenken an irgendjemanden. Verlosungen, habe ich ja gesagt, gibt es ab 2000 Abonnenten. Das mache ich dann auch wieder. Momentan komme ich aufgrund meiner Schwangerschaft gar nicht hinterher, überhaupt Verlosungen zu starten. Da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt anläuft. Hier habe ich dann praktisch meine ganzen Lip-Pen-Stifte. Und ich werde jetzt mal ein bisschen umpacken. Und zwar werde ich jetzt hier mal ein paar rüberräumen. Also rüberräumen. Und jetzt schauen wir mal, was da alles daraus kommt. Die Lippenstifte wurden alle vor knapp 3-4 Monaten mal richtig aussortiert von mir. Das sind wirklich alles Farben, die ich trage, die ich immer wieder in der Hand habe. Wie gesagt, da müsste man eigentlich nochmal radikal durchgehen, aber da möchte ich jetzt halt nicht nochmal durchgehen, weil das halt wirklich wahnsinnig zeitaufwendig ist. Ich weiß nur, dass ein paar Farben halt fliegen, die ich jetzt schon genau weiß. Ansonsten kommen eigentlich nahezu alle mit. Wie gesagt, ich habe hinten eine Schublade an meinem Packschrank, den ich jetzt extra ausgeräumt habe. Da zeige ich euch selbstverständlich auch die ganzen, ganzen Sortierungen später. Das mache ich eigentlich immer so an diesem Ende dieser Videos. Wie gesagt, niemand muss so viel besitzen. Das ist auch eigentlich echt mega übertrieben. Also wie gesagt, ich habe halt einfach sehr, sehr gerne Geld dafür auszugeben. Das mache ich auch immer noch. Und möchte, wie gesagt, dass das einfach alles schön sortiert ist. Dann kann ich euch nur sagen, diese Lip Lacquers von Catrice, die es damals gegeben hat, die sind der Shit, sage ich euch. Wie gesagt, hier sind noch welche. Hier sind noch meine High-End-Lippenstifte. Ein Suede, aber den habe ich jetzt separiert, weil ich möchte mir eine... ich habe hier auch mega viele Lippenstifte von Maybelline, die ich halt mega gut finde. Zum Beispiel jetzt der ist komplett verpackt. Also die werde ich in eine Verlosung packen. Vielleicht mache ich jetzt auch direkt eine am Ende des Videos. Werde ich mal schauen, was ich jetzt zusammenkriege. Vielleicht schaffe ich da tatsächlich noch ein kleines Giveaway. Das sind Liquid Catsuits. Da kam die Farbe leider im Online ganz anders rüber. Das ist auch komplett unbenutzt, Leute. Also das ist wirklich komplett unbenutzt. Ich habe nur die Farbe rausgeholt und wusste, ich trage sie nicht. Deswegen habe ich die weg. Die kommt dann auch in die Giveaways. Also wie gesagt, ein kleines kann ich machen. Da freue ich mich auch, wenn sich jemand von euch drüber freut. Dann habe ich hier Lippenstifte von Revival Look Young. Die würde ich auch weggeben, weil die sind auch unbenutzt und mega, mega schön. Da werde ich auf jeden Fall ein kleines Giveaway machen. Wie gesagt, gebt dem Video einfach gerne einen Daumen nach oben.
Und da fängt es nämlich schon an. Also zum Beispiel der Urban Decay Lippenstift, der kommt weg. Der ist vollkommen ausgetrocknet. Der läuft auch schon an. Das ist richtig schade. Aber da kann ich euch einfach nur sagen, also der ist zum Beispiel noch voll gut. Manche Lippenstifte, egal wie teuer sie sind, laufen halt plötzlich an und das ist richtig ekelhaft. Dann habe ich hier noch einen pinken MAC, der kommt weg, weil ich den gar nicht benutzt habe. Hier habe ich noch einen Pflegestift von Maybelline, der ist richtig gut. Und Kiko-Lippenstifte, die bleiben alle, weil ich habe die alle aussortiert. Und hier ist ein Patrick Star und nochmal so ein Pink. Wie gesagt, die bleiben jetzt erstmal, da muss ich jetzt gucken und der auch, wie pink die sind und dann kann ich das aussortieren. Dann habe ich hier jetzt noch, dann kommen hier noch welche rüber. Das sind Reval de Loop. Die sind beide richtig geil. Also das sind so richtig geile magnetische. Das sind so Silvester-Kollektionen. Da muss ich echt sagen, die sind wahnsinnig gut. Also ich habe die wirklich gerne getragen. Auch wenn mir wahrscheinlich keiner glaubt, dass ich überhaupt irgendwas trage. Aber es ist tatsächlich so, ich trage wahnsinnig gerne Lippenstift. Es ist auch sehr pflegend, aber gerade mit dem Baby wird es halt echt immer schwerer, wenn das Baby halt da ist und ihr wollt halt das küssen, knutschen und drücken. Ja, und ihr habt halt das ganze Zeug dann da dran. Das ist dann halt auch irgendwie voll eklig. Und deswegen sortiere ich das jetzt hier um. Und das sind jetzt erstmal die Lippenstifte. Und die da räume ich jetzt erstmal weg. Und dann nehmen wir uns den nächsten Haufen vor. So, der nächste Haufen sind praktisch Glosse. Und da werde ich jetzt ein paar praktisch die Eyeshadows mache ich jetzt später. Und da werde ich jetzt diese beiden zusammentun. Das heißt, ich werde da jetzt ein bisschen umsortieren, ja. Und zwar hier sind metallische dabei, also sind wirklich tolle dabei. Ich habe jetzt, wie gesagt, da sind auch ein paar Produkte dabei, die jetzt schon aus dem Sortiment raus sind. Wo ich euch wahnsinnig gerne meine, falls ihr die noch findet, ich weiß es ja nicht, zum Beispiel die Hologlosse, wahnsinnig geil, muss ich sagen. Ich habe auch den da in meiner Tasche immer noch. Der gibt unglaublich schöne Lippen. Dann habe ich von einer Kooperation von früher einige Stick-Produkte bekommen. Die kommen alle weg, weil ich mag die gar nicht. Ich habe die auch nicht benutzt. Dann haben wir hier von einem Lip Foil, da habe ich von Lottie London mal großzügigerweise was zugeschickt bekommen. Das ist ein Iridescent Lip Topper, die behalte ich. Und zwar jetzt gucke ich mal, ich habe hier, also die Lip Topper, hier ist ein Lippenöl. Das ist auch richtig geil, also das ist so ein Lippenöl, das lasse ich mir jetzt mal auf den Tisch. Das habe ich nämlich irgendwie gesucht, aber ich wusste nicht, wo das ist. Ich habe hier einige Produkte von Marken, die ich euch echt mal zeigen muss, weil das war einfach geil. Also hier habe ich einen Melted Chrome von Essence. Diese Dinger sind der Shit, sage ich euch. Und was ich auch mega gut finde, sind die Prisma Glaze von Catrice. Das sind alles Glosse versus Topper. Und da muss ich einfach sagen, also da ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein NYX Metallic, der kommt weg, weil den mag ich nicht. Hier ist noch ein Volume Gloss. Und oh, die sind so geil. Ich habe die so geliebt, Leute. Und zwar die Glitter Switches von Essence. Leute, die sind der Shit, sage ich euch. Die Dinger, wenn ihr die je nochmal finden solltet, bitte kauft sie euch. Dann habe ich mir von Hanadi Beauty einen genommen und ich fand den ganz, ganz schlimm. Der war furchtbar trocken und dafür, dass der halt, also ich will jetzt nicht sagen, aber einfach, ich fand ihn halt sehr, sehr teuer. Die Farbe ist schön. Aber ich finde auch den Geruch ekelhaft. Also der kommt weg. Also der ist überhaupt nichts für mich. Dann, wie gesagt, die Glosse, die behalte ich, weil ich trage Gloss auch sehr gerne. Dann habe ich hier die Liquid Matte Liquids von Love. Die habe ich auch sehr, sehr gern getragen. Die bleiben safe. Also ich habe hier so ein Rot, ein Mauve und praktisch so ein ja, so ein Orange. Dann habe ich hier, wie gesagt, noch ein Gloss. Die sind halt richtig gut. Wie gesagt, die Hologlosse, ich weiß gar nicht, warum die, also ich glaube, die sind sogar aus dem Sortiment rausgegangen, letztes Jahr schon. Ich habe das nie verstanden, Leute. Ich finde die da Hammer, sage ich euch. Die haben so einen richtig tollen Sheen auf den Lippen. Dann werde ich mich von diesen hier trennen, von den Manhattan Stay Matte, weil die haben moussige Formulierungen, die ich jetzt nicht so Burner finde. Dann habe ich hier einen Lip Tease, der ist auch richtig gut. Das ist so ein, ja, das ist von NYX. Das ist so ein richtig toller
Gloss, intensiv farbig gefärbter Gloss. Der gefällt mir aber mega gut. Dann habe ich hier einen Non-Transfer Liquid Lipstick. Das ist Matte Revolution. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Farbe von Love Cosmetics. Ich mag ja auch eher so die graustichigeren Töne. Zum Beispiel, ich habe ja auch solche zum Beispiel. Also der trocknet auch sehr gut an. Dann habe ich einen Super Click. Den behalte ich, aber nur weil ich halt ein Nude im Center der Lippe sehr cool finde und es auch eine glossige Formulierung ist. Dann habe ich hier einen Lip Lacquer, der ist richtig, richtig schön. Also ich trage ab und zu mal auch Nude Lipsticks und Nude Tone und dann könnt ihr den praktisch auch so auftragen. Der ist auch sehr schön. Wie ihr seht, Glosse habe ich jetzt echt nicht so arg viele. Bei dem Gloss muss ich mal schauen, wie stark. Also das ist jetzt so ein Gloss, den ihr halt auf eher nude-farbene Töne tragt. Der ist aber richtig schön. Dann gebe ich den hier weg, den Instacare Lipstick. Ich habe den, ich glaube, einmal in der Nachtschicht getragen und ich bin mir halt nicht sicher. Also er ist halt sehr, sehr färbend und das ist so ein Vielleicht-Produkt, muss ich einfach sagen. Ja. Hier die Farbe schmeiße ich weg, weil da weiß ich 100%, dass mir der damals gar nicht gefallen hat. Das sah ganz schlimm aus. Dann haben wir den Lip Lingerie Shimmer, den behalte ich, das ist richtig schön. Dann habe ich hier einen Lip Lingerie in der Farbe Exotic. Und Exotic ist wirklich ein absoluter Classic. Also wer praktisch diese Töne mag, die ich jetzt hier so auftrage, ist richtig toll. Aber wie ihr hier seht, der ist komplett verölt und schlecht. Der kommt natürlich dann weg. Ich kaufe aber auch den jetzt nicht mehr nach, weil so toll fand ich die Formulierung jetzt nicht. Dann habe ich einen Cushion. Den werde ich von an die Verlosung geben. Das ist ein Cushion, das ist praktisch ein Kissen mit einer richtig wahnsinnig schönen Farbe. Und bleibt gespannt, was noch alles zusammenkommt. Seht ihr, das ist zum Beispiel auch sowas. Das ist halt gerade bei den NYX-Produkten, muss ich jetzt echt sagen, die halten halt gar nichts aus. Da muss ich halt sagen, da ist mein High-End halt doch tausendmal besser gekommen. Dann hier dieser wahnsinnig dicke Cosmic Metal Gloss. Also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also das waren einfach so für mich eigentlich richtige Fail-Käufe, wo ich eigentlich mega enttäuscht war. Muss aber jetzt auch sagen, dass ich jetzt ein bisschen schock bin, dass die ganzen Produkte von NYX Cosmetics wahnsinnig schnell umkippen. Fällt mir einfach jetzt gerade so spontan auf. Und das ist halt eigentlich mega schade, weil auch die haben mal richtig Geld gekostet. Lippenstifte, also ich zum Beispiel, ich halte mich jetzt nicht unbedingt so an die Lebensdauer einer Palette. Also ich schmeiße jetzt halt nach 2 Jahren eine Palette weg, nur weil es draufsteht. Weil ich einfach der Meinung bin, ich habe zum Beispiel meine Glosse, meine Lipsachen alle sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ich weiß eigentlich ganz genau, was ich schön finde und was nicht. Und deswegen weiß ich das. Was, ja, das muss jetzt, machen wir hier. Die da werden alle behalten. Das sind Color Boost Liquid Matte Liquids Lipsticks. Die werden alle behalten, weil ich die wahnsinnig gut finde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt neulich mal, ich glaube den hier, den Conditioning Lip Butter. Der ist richtig toll. Das sind so Produkte, die halt so, die sind halt so richtig toll glossig und sind auch wirklich, die riechen auch wahnsinnig toll. Gerade zu meiner Hochzeit habe ich zum Beispiel sehr viel durchgeguckt, was sind an Produkten da. Ich habe für die Hochzeit, also außer ich glaube ein mattierendes Spray, nichts gekauft. Klar, weil ich habe ja einfach auch viel, da braucht man nicht viel kaufen. Dann habe ich hier einen My Little Beauty, das habe ich mal von so einer Box, das schmeiße ich weg. Dann habe ich hier noch Lippen Colourpop Pencils Dinger da und da muss ich einfach sagen, die kommen nicht weg, weil die sind nämlich mega gut noch. Ich habe da nämlich neulich mal einen der Farben rausgesucht und die waren echt noch tipptopp. Dann habe ich hier noch Glosse. Und zwar die beiden Glosse waren mal von einer Revolution LE. Die behalte ich. Die sind auch top. Die sind richtig toll. Dann habe ich hier noch einen, ich glaube, orangefarbenen Lippenstift. Der neue ist, der kommt in die Giveaways. Dann habe ich hier von Jorah Cosmetics einen voll hässlichen Ding. Und von der Firma Unique, also wie gesagt, ich habe hier mal einen, ich werde jetzt mal schauen, wie ich hier weitermache. Und zwar, wie gesagt, hier habe ich jetzt schon mal weiter sortiert. Wie gesagt, der Unique, den habe ich jetzt weggeschmissen, weil der ist
Alles andere wie toll noch. Also der ist total separiert und so. Voll eklig. Dann muss ich einfach sagen, habe ich ganz, ganz lange schon nicht mehr nach diesen Soft Matte Lip Creams, Lippen Creams gegriffen. Da muss ich jetzt mal, also die Butterglosse, also hier sind die Butterglosse, die zeige ich auf jeden Fall alle, weil die sind richtig geil. Außer diesen hier, der ist zu braun. Und die anderen, wie gesagt, ich habe eine Freundin, die wird sich bestimmt freuen. Das ist halt meine absolute Lieblingsfarbe, Prag, also richtig schön. Und die behalte ich jetzt erstmal, aber da muss ich jetzt nochmal komplett durch die Farben gehen, was halt, wie gesagt, gut aussah. Ich habe, wie gesagt, die Farbe Prag. Ich glaube, hier ist die. Das ist Prag. Wo ist Prag? Sao Paulo. Die Farbe Prag habe ich jetzt... Ah, hier. Die Farbe Prag, Sao Paulo und Prag habe ich, glaube ich, ganz, ganz oft lange getragen. Das ist ein neuer. Den werde ich in die Giveaways geben, weil, wie gesagt, da sind auch immer wieder Geschenke von Freundinnen dabei. Ihr glaubt es gar nicht, wer zum Geburtstag, wie viel man teilweise Make-up kriegt, obwohl man eigentlich Make-up schon besitzt des Todes. Das ist echt interessant. Manche Freundinnen haben dann doch nochmal Lust, dir noch was zu schenken. Und irgendwie hast du aber schon genug. Also das ist jetzt die Farbe Prag. Wie ihr seht, das sind halt ganz, ganz andere Formulierungen, ja. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, das ist jetzt schon wieder so ein Nix-Produkt, wo ich sage, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, die zu behalten, weil das Prag hat sich jetzt auch separiert. Hier ist die Farbe Sao Paulo komplett ausgetrocknet. Das ja, ist auch komplett ausgetrocknet. Also krümelig und ausgetrocknet. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt, aber es ist richtig ausgetrocknet und krümelig. Das heißt, ich werde jetzt mal die NYX komplett, die Soft Mats aussortieren. Die Butterglosse bleiben. Die Mats kommen weg, weil, wie gesagt, wenn die halt nicht Butterglosse, Intense Butterglosse, die sind alle richtig geil und die riechen auch mega gut. Nur, ich werde jetzt nicht mehr an denen festhalten, die jetzt praktisch von der Farbe her einfach eklig werden. Soft Matte Buttergloss, Soft Matte, Soft Matte. Und das ist zum Beispiel so ein metallischer. Den fand ich mega. Und der ist auch noch mega gut. Leute, ihr müsst radikal werden mit solchen Sachen. Weil wenn halt schlecht ist, ist schlecht. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt mit Lippenprodukte, bin ich jetzt eher sehr stark mit Liquid Lipsticks unterwegs. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt... Also in der Drogerie kaufe ich jetzt gerade nicht mehr wirklich viel Produkte. Weil ich kaufe mir lieber halt einen Jeffree Star Liquid Lipstick, wo ich weiß, okay, die Formulierung gefällt mir halt mega gut. Dasselbe muss ich jetzt einfach auch mit den Milanis machen. Die Milanis sind einfach auch mittlerweile schlecht, wie ihr seht, separieren sich und da, das geht halt auch nicht. Da muss ich jetzt mal gucken, farbmäßig, was halt gut ist. Also ich weiß, dass diese Farben noch gut sind. Diese etwas dunkleren, weil die hatte ich jetzt neulich erstmal beim Swatchen zufällig in der Hand. Dann die da zum Beispiel sind auch noch mega gut, die sind von Revival Loop. Aber wie gesagt, zwei der Farben waren jetzt schlecht. Das habe ich neulich schon gesehen, nur vergessen auszusortieren. Die waren jetzt aber noch gut. Die Farbe kommt jetzt weg, weil das ist, wie gesagt, einfach mal so ein Fehlkauf gewesen. Beziehungsweise habe ich das mal gekriegt und das war halt nix. Dann der Matte kommt auch weg, weil ich habe den mal bei einem Bild getragen. Und der ist ganz, ganz arg patchy. Das heißt, einfach wahnsinnig verfleckt rausgekommen. Und das geht nicht. Und ich habe jetzt so ziemlich jetzt schon richtig gut durchsortiert. Ich habe jetzt hier noch ein paar Glosse. Die Vivid Lacquers, die sind richtig, richtig toll. Jetzt gucke ich mal. Hier sind die Glitter Flicks, die habe ich von meiner besten Freundin gekriegt. Die behalte ich. Die Vivid Hot Lacquers, die behalte ich alle, weil die alle mega gut sind. Und die Maybelline, da kann ich euch mal zeigen. Vivid Matte Liquid, das sind praktisch Liquids, ja. Die aber mittlerweile einfach nicht mehr dem entsprechen, was ich halt trage, weil das ist halt einfach noch zu glossig, das Finish, ja. Und das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich habe die damals mal ganz günstig gekauft und muss aber sagen, ich werde mich von allen trennen, weil die einfach nicht mehr durchtrocknen. Also ich habe jetzt den da mit dem Liner getragen von vor 6 Wochen oder so und der hat einfach nicht mehr durchgetrocknet und das ist halt mega schlecht, weil ihr natürlich halt einen Liquid Lipstick benutzen möchtet, der auch wirklich Liquid Lipstick halt eben ist. Wie gesagt, ich habe jetzt mal
die Glosse jetzt. Waren jetzt die Glosse das nächste. Und ich packe jetzt das da mal darüber und dann packen wir uns die nächste Schublade. So, da kommen wir jetzt auch schon so ziemlich auf die letzte Schublade hin. Und zwar, die da ist jetzt schon ziemlich leer geworden, die füllen wir gleich. Und wir haben jetzt hier die Schublade von Colourpop. Colourpop ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel noch von Rival de Loupe diese Matte Coutures, die habe ich jetzt schon öfters mal erwähnt. Da habe ich mir wirklich, das sind Backups und vor allen Dingen, da habe ich total viele geschenkt bekommen von einer Freundin, die dort schafft. Weil die wurden halt reduziert und dann hat sie mir die halt gegeben. Und das sind wirklich mega geile Liquid Lipsticks. Ich finde das so schade, dass es die nicht permanent einfach gibt, weil die Formulierung einfach der Shit ist. Die sind so wie die Jeffreys, halt ganz, ganz dünn und trocknen halt mega gut an. Und die Farben sind halt echt stunning. Also ich muss sagen, die machen echt einen verdammt guten Job. Hier in die Schublade wird jetzt erstmal, habe ich noch ein Tuch hier irgendwo. Genau. Kommen jetzt, wie gesagt, müssen wir ein bisschen nach Farben aussortieren. Das sind jetzt nochmal Kiko Glosse. Ja. Die Kiko Glosse kommen jetzt praktisch hinten in die Schublade. Da zeige ich euch dann gleich, wie das dann fertig aussieht. Und habe jetzt hier einfach nochmal, wie gesagt, ein paar Swatches drauf. Sind auch mega gut. Ich zeige euch jetzt mal hier, ich habe jetzt hier nochmal zwei der neueren Liquid Lipsticks von Rival de Loupe. Ich kann euch die nur empfehlen. Leute, ich habe wirklich viel High-End, aber die sind wirklich der Shit, sage ich euch. Wenn ihr die mal findet, warum nicht, benutzt sie und kauft sie. Wie gesagt, ich habe von der Farbe, und zwar von der Farbe Backstage, 3 Stück komplett aufgebraucht in einem Jahr, was extrem, extrem, extrem schwer zu machen ist, aber es geht. Und ich habe jetzt hier die Farben, die Liquid, Lippenstifte von Colourpop und habe jetzt hier noch ein paar neuere, die ich da jetzt reinsortieren möchte, weil ich jetzt einfach auch noch ein paar Farben dazu bekommen habe. Auch die neue Elsa und Anna Kollektion, da habe ich jetzt auch 2 neue dazu bekommen, die ich wahnsinnig schön finde. Also es sind wirklich super, super schöne Lippenstifte geworden. Und ich habe jetzt praktisch so voll alles drin, dass ich jetzt auf jeden Fall was zumachen kann. Genau, und jetzt kommen wir halt so ein bisschen, versuche ich das mal auszusortieren. Und zwar, ich habe hier einige Farben, die mir halt gar nicht mehr gefallen. Ich habe von Colourpop teilweise welche geschenkt bekommen, von Freundinnen, die halt bestellt hatten. Und habe jetzt zum Beispiel hier auch noch ein paar doppelt. Allerdings habe ich die jetzt tatsächlich doppelt, weil meine Mutter die kriegt. Die mag lila total gerne. Dann habe ich hier, das ist ein bisschen sortiert nach Nude. Also die sind alle schon sortiert, Leute. Also es sind Glosse und Liquid Lipsticks in Nude-Farben. Und das sind eher die grelleren, sage ich mal. Ja, also ich habe wirklich einige davon. Ich habe die mir so nach und nach dazu gekauft. Die sind halt richtig, richtig toll. Ich werde jetzt noch die restlichen Lippenstifte, die ich jetzt hier noch habe, werde ich jetzt hier mit da rein tun, weil es sind halt auch noch ein paar Colourpops dabei und ein paar Maybelline und High-End. Das sind aber eher die, was ich wirklich benutzen tue, also am Tisch sozusagen. Das sind auch matte Formulierungen. Also was ich halt mittlerweile nicht mehr so gerne trage, ist eine Creme-Formulierung, weil die einfach so, ja, sind halt wahnsinnig, die färben halt voll ab. Und das mag ich nicht so. Und deswegen sortiere ich die jetzt mal hier mit rein. Beziehungsweise ich gucke jetzt mal, das sind jetzt noch MAC, das sind jetzt noch die Matte von Rival de Loupe. Das sind die neuen Catrice-Matten, die sind auch richtig gut. Die Shines tue ich mal nach hinten. Dann haben wir hier noch einen Revolution und das sind auch noch von dieser neueren Formulierung. Die tue ich mal hier hinten, weil das sind, wie gesagt, die Lippenstifte, die halt gebraucht werden. Und das war jetzt erstmal alles, was Lippenprodukte angeht. Ich räume das jetzt mal geschwind ein und zeige euch dann mal gleich, wie das aussieht.
Und danach zeige ich euch nochmal, packe ich meine Glitzer, weil die bekommen jetzt nochmal eine separate Schublade, weil ich Jeffree Star und so mir in meine Schubladen reinpacken möchte. So, ganz grob kann ich euch mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Und zwar habe ich in der zweiten Schublade jetzt die Jeffrees drin. Jeffree, The Dose of Colors, Smashbox, da hinten sind die Superstays. Also wie gesagt, eine super, super, super große Vielfalt mit den ganzen Dingern nach oben, damit ich sie lesen kann. Hier ist Ofra, Luna Beauty, Melt Cosmetics, Laura Lee Los Angeles und Nabla. Das ist so ziemlich meine wertvollste Schublade, muss ich einfach dazu sagen, weil die halt wirklich sehr, sehr teuer sind, die Lippenstifte. Das ist Physicians Formula, Fenty Beauty, Revolution Pro, Kiko, Too Faced und meine ganzen NYX oder NYX, je nachdem. Hier sind, wie gesagt, meine Matte Coutures. Da werde ich, aber, glaube ich, nochmal welche reinsortieren. Also, wie gesagt, da könnt ihr auch mal Glosse noch reinpacken. Wie gesagt, dieses Ordnungssystem oder diese Schränke habt ihr in der Schreibwarenabteilung von oder Schreibtischabteilung von Ikea. Da kommt, das habe ich alles ausgewaschen, da kommt natürlich noch was rein. Da muss ich jetzt gucken, ob ich meine losen Puder mal rein tue oder so. Und da unten sind meine Colourpops. Und da bin ich auch mega froh. Also da habe ich jetzt meine Lippenstifte, die ich greifen kann. Und meine ganzen Colourpop-Lippenstifte. Das hier sind alle Lippenprodukte, die praktisch einfach lichtgeschützt halt untergebracht werden. Ich habe bei diesem Packschrank den großen. Wie gesagt, da sind ja von unserem Sohn noch Sachen mit drin. Und das sind halt praktisch alles Glosse. Glosse und Topper. Und da hinten sind alles Creme, Lidschatten, sondern Lippenstifte und, und matte Lippenstifte. Ich kann sie halt jetzt einfach auch bald nicht mehr so arg tragen. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen blöd, weil ihr kommt eurem Kind immer wahnsinnig nah. Und es ist halt immer blöd, wenn ihr dann euer Kind küsst und es einfach immer schmutzig ist. Es ist halt, trotz allem, es ist halt ein Kosmetikprodukt und das hat an meinem Sohn nichts zu suchen. Wenn ich mein Kind praktisch liebkose oder so, dann ist es schon super, wenn ich praktisch einfach einen Liquid Lipstick trage und einfach halt nicht, dass es die Farbe irgendwie in seine Augen oder in seinen Mund kommt. Wie gesagt, ein kleiner Disclaimer immer noch. Ich habe wahnsinnig viele Produkte, das weiß ich. Ich habe jetzt einfach aufgrund dessen, mein Kanal hat jetzt die letzten Monate jetzt nicht so einen starken Wachstum gemacht, beziehungsweise jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Habe aber jetzt auch davon abgesehen, praktisch die Sachen, die ich aussortiert habe. Also die aussortierten findet ihr da drüben. Ich habe leider Gottes beim letzten Declutter-Video wahnsinnig negative Kommentare bekommen. Ja, was mir einfällt, das Zeug wegzuschmeißen. Ich frage mich, was den Leuten einfällt, mir zu sagen, was ich mit meinem Geld anzufangen habe. Leute, das sind zigtausende Euro, die ich hier wirklich reingesteckt habe, die ich sehr gerne reingesteckt habe. Mein Mann hat dafür ein anderes Hobby und zwar sein schönes Auto. Ich investiere lieber in mich und meine Beauty. Ich denke, dass ich auch mit dem Make-up super zurechtkomme, aber ich sage euch einfach, das ist einfach das, was nach ganz weit nach unserem Sohn mir auch wahnsinnig viel Freude machen wird. Das ist der kleine Übeltäter. Wir warten auf dich, mein Schatz. Und ich denke einfach, dass das natürlich eine super Möglichkeit ist, mal all over zu schauen, was ihr habt, ja. Es wird immer euch was entgegenkommen, dass irgendwie mal ein Sachen nicht so gut ist oder nicht so, also einfach nicht so toll ist oder so. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video wahnsinnig Spaß gemacht hat. Wie gesagt, es ist halt wirklich jedermanns eigene Geschichte, wie er was sortiert, wie er was macht und so weiter. Es ist ein großer Prozess, den man einfach mit sich durchmacht. Ich habe zum Beispiel auch hier mein Make-up und meine Puder. Ich habe halt auch Pixie zum Beispiel einiges gekauft und habe so viele schöne Sachen. Da hinten waren zum Beispiel alles Backups. Die muss ich immer wieder austauschen. Da sind halt auch wirklich alles neue Produkte drin, die jetzt einfach nicht zum Wegschmeißen gedacht sind. Und auch meine Reinigungssachen, Fix Plus, Puder und alles Mögliche. Das ist alles nicht zum Wegschmeißen. Und das sind tatsächlich Giveaway-Sachen, die ich immer noch nicht ausgelost hatte mal, beziehungsweise die einfach angesammelt waren, Backups und so weiter. Ich bin einfach momentan nicht so weit, dass ich sage, okay, bei dem, was auf dem Kanal halt weiter ist, bei der 2000 Abonnenten-Verlosung wird es eine Verlosung geben. Diese Lippenprodukte, die praktisch aussortiert wurden, kommen dann auch mit in die Kiste. Das ist wirklich ein Paket, was bestimmt 100, 100, 200 Euro wert ist, beziehungsweise mehrfach sogar. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr trotzdem viel, viel Verständnis dafür habt. Und wie gesagt, bleibt auf jeden Fall mir gewogen.
Und seid auf jeden Fall dabei bei den Single-Lidschatten und bei den Glitzerpigmenten. Da wird es auch einen Declutter geben und da hoffe ich, dass ihr auch dabei seid. Da geht's also, Declutter heißt nicht immer nur wegschmeißen, Declutter heißt auch einfach sortieren, ummodeln und einfach neu sortieren, damit ihr halt einfach wieder mehr Übersicht habt. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Declutter- bzw. Sortiervideo wieder.